Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder und Nichtmitglieder des VPT oder andere Berufsverbände und in den anderen Gesundheitsfachberufen. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Sendung VPT Live. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da. Mein Name ist Christian Thieme, Landesgruppenvorsitzender vom VPT in Sachsen. Und mein Gast ist heute niemand Geringeres als das Bundestagsmitglied der CDU, der Herr Roy Kühne. Dr. Seidel-Stecklas. Guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Grüße, Herr Thieme. Ich freue mich, dass Sie die Einladung angenommen haben. Ich bin ja nur immer noch ein bisschen forsch und noch relativ jung und habe immer ein großes Mundwerk, aber ich freue mich, dass Sie die Einladung angenommen haben. Vielen Dank dafür. Es schalten viele mittlerweile bei uns ein. Wir haben eine große Reichweite. Das haben wir ja vorhin kurz besprochen. Vielleicht stellen Sie sich einfach noch mal ganz kurz vor. Ja, erstmal guten Abend in die Community und erstmal herzlichen Dank an Sie, Herr Thieme, und an den VPT Sachsen für diese Organisation. Ich glaube, es ist momentan also immens wichtig für alle Politiker, egal ob es jetzt so wie ich Gesundheitspolitiker sind oder Innenpolitiker, auch mit den Menschen zu reden, genau Sachen zu erklären. Warum tun wir was? Warum tun wir manches auch nicht? Wie läuft das in den einzelnen Bereichen an? Und Therapeutinnen und Therapeuten sind Menschen, die ja immer noch an den Patientinnen und Patienten dran sind. Die sind nicht vom Lockdown betroffen, weil wir die Leistung brauchen. Von der Seite bin ich sehr froh, dass ich mit Ihnen heute über verschiedenes Aktuelles vielleicht mal reden kann, über das, was vielleicht in den nächsten 2, 3 Jahren ansteht oder was in der Vergangenheit war und vielleicht warum der eine oder andere, wie Sie ja auch, Herr Thieme, sich jetzt für Berufspolitik oder Politik überhaupt interessieren. Das ist bei dem einen oder anderen vor 10 Jahren nicht der Fall gewesen. Klassisch gesehen, mein Name ist Roy Kühne, 53 Jahre alt, seit nunmehr 8 Jahren in der Bundespolitik verantwortlich für Heil- und Hilfsmittel. Ursprünglich habe ich mal Lehramt für Gymnasien studiert, und zwar für Sport und Biologie an der Martin-Luther-Universität, dann teilweise in Leipzig studiert, in Marburg erweitert, in Studienaufenthalte dann aber in England und in den USA und in Italien und bin seit jetzt nunmehr im 21. Jahr selbstständig mit einem mittelkleinen Therapiezentrum hier in der kleinen südniedersächsischen Stadt Northeim. Bin sehr dankbar, dass ich ein sehr loyales Team habe, die mich politisch fördern, aber auch fachlich immer noch fördern. Ich kann meinen Job in der Politik machen für die Sache, aber es ist nicht so, dass die Kollegen mich da einfach nur in Ruhe lassen, sondern die sagen, Roy, in der Richtung stinkt's, da müssen wir drüber nachdenken. Aber auch die Diskussionen abends 22 Uhr am Telefon sind mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mir sehr wertvoll. Aber sie halten mir den Rücken frei, als Chef in der Politik arbeiten zu dürfen. Das mache ich nicht, weil ich Langeweile habe oder weil ich vor 8 Jahren irgendwie keinen Bock mehr hatte auf Physiotherapie oder Streit mit meiner Frau hatte, sondern weil ich viele Intentionen, Probleme hatte, einfach Patienten zu erklären, warum manches so ist, warum das Wort Budget existiert. Oder Zitat, und ich stehe auch dazu, dass Ärzte mir halt am Telefon gesagt hat, ja, wer von uns beiden ist denn jetzt Arzt, Sie oder ich, wenn man zum Beispiel mal über eine Diagnose diskutieren wollte. Und Sachen, die haben mich bewegt, letztendlich einen Schritt, mich politisch zu engagieren. Ich bin, muss ich sagen, leider nie in einem Verband aktiv in der Berufspolitik. Ich bin in einem Verband, habe dort auch versucht und die Intention gestartet, mal nachzufragen, warum das eine oder andere ist. Ganz ehrlich, war nicht so befriedigend damals, weshalb damals auch vor 8 Jahren dieser Schritt von mir war. Bin heute sehr froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Bin sehr dankbar, dass ich viele Therapeutinnen und Therapeuten auch für Berufspolitik begeistern durfte. Bin immer noch sehr enttäuscht, wenn ich mit Therapeuten rede und die sagen, ja, Politik ist nicht mein Ding, geht mir nichts an. Und wenn ich dann mal frage, ja, wie sieht es denn so aus mit den Berufsgesetzen, Umsatz? Ja, ja, wir verdienen viel zu wenig. Aber warum sie zu wenig verdienen oder warum sie ihren Mitarbeitern vielleicht nicht das entsprechende Gehalt zahlen können, das wird dann wenig hinterfragt. Und deshalb bin ich froh und dankbar heute mit Ihnen, Herr Thieme, oder vielen anderen über die Situation diskutieren zu dürfen. Ich sage Ihnen meine persönliche Meinung, mit der ich auch politisch nicht hinter Berg halte. Wir brauchen die fleißigen und guten Therapeutinnen und Therapeuten in Deutschland. Ich glaube, dass es sogar wichtig ist, auch für mich als Politiker volkswirtschaftlich sie mehr und mehr zu integrieren. Ich denke, dass es uns mehr Geld kostet als Volkswirtschaft, sie klug nicht zu integrieren, sondern sie de facto manchmal einfach so ein bisschen unterm Radar zu lassen, das möchte ich nach wie vor ändern. Wunderbar. Es hat sich jetzt gerade noch der Herr Hurtisch dazu geschalten. Das ist Ihr Mitarbeiter aus dem Büro, Ihr Referent. Ist das korrekt? Ja, mein Gesundheitsreferent und Büroleiter in Berlin, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Und auch, der ist politisch ein absoluter Fuchs.
Ja, okay, dann wollen wir mal starten. Ich würde gerne mal mit der aktuellen Situation anfangen. Ist Corona, Sie haben selber gesagt, Sie haben ein kleines Therapiezentrum, mittelgroß. Ich habe mir vorhin die Homepage mal angeguckt, also es ist schon eine größere Einrichtung. Sind Sie sicher direkt auch betroffen? Also wir haben ja jetzt einen neuen Bundesbeschluss. Für uns hat sich ja erstmal grundsätzlich gar nicht so viel geändert. Wir können weiterarbeiten. Wir wissen, dass wir systemrelevant sind. Aber es gibt ja trotzdem immer noch so ein paar, ich sage mal so kleine Problemchen, wo man sagt, man muss sich doch immer mal mit dem Kindergarten noch auseinandersetzen, wegen der Notbetreuung oder sowas, weil man die Anerkennung der Systemrelevanz, die das BMG uns ja Anfang des Jahres im März auferlegt hat, gar nicht so wiederfindet. Also man sieht die Therapeuten und die Physiotherapeuten in diesem Fall nicht unter die Gesundheitsfachberufe. Diese Begrifflichkeiten, dass die zu viel Verwirrung gesorgt haben, das haben wir ja auch schon mitgekriegt, ne? Mit Massagepraxen und. Also wir waren ständig, also wir jetzt gerade als Verband, waren auch ständig damit ausgesetzt, dass wir die Leute beruhigen mussten. Wir mussten gleichzeitig auch die Patienten beruhigen. Wie hat sich das bei Ihnen niedergeschlagen? Also genau so, weil viele Patienten waren beunruhigt, deshalb dürfen jetzt kommen, dürfen nicht kommen. Ich habe jetzt ein Massagerezept, eine Massageverordnung bekommen. Massagen sind aber verboten. Es wurde leider politisch und auch über die Landesebene beziehungsweise dann auch über die Kommunalebene manchmal sehr oberflächlich kommuniziert, weshalb Missverständnisse entstanden. Ich wurde selbst als Politiker auch von einem wirklichen Wellness-Massagesalon angerufen, die gesagt haben, wieso dürfen die Masseure arbeiten, aber wir nicht, wir massieren doch auch nur. Da hätte ich mir manchmal klarere Formulierungen gewünscht, objektivere Informationen, das mit der Informationskette, das haben wir gerade beim ersten Lockdown gesehen, war manchmal sehr zögerlich. Verordnungen kamen, die waren sehr kompliziert formuliert, teilweise auch viel zu viele Seiten verstreut, sodass der, den eigentlich die Information betraf, sich eigentlich mehr oder weniger durch die ganze Verordnung durchkämpfen musste, bevor er zum Schluss hoffentlich verstanden hatte, was ihn betraf. Also bei uns waren auch Patienten verunsichert, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verunsichert. Ja, und dann hat er uns das Bundesgesundheitsministerium ja per Gesetz auch was zugesichert, was wir, Sie ja auch, als zu gering empfinden. Und das sind diese 1,50 Euro Hygienepauschale. Jetzt ist es so, dass die Empfehlungen der GKV verlängert worden sind bis zum 31.03. Aber wie es aussieht, werden wir weiterhin mit 1,50 Euro pro Verordnung abgespeist. Also jetzt momentan in der Situation. Das finden also das wir alle. Alle Kritikpunkte, die ich heute. Ja, das ist absolut nachvollziehbar, weil vor allem, wenn Sie die Vergleiche zum Beispiel nehmen, dass im PKV-Bereich beim Arzt teilweise über 14 Euro bezahlt werden pro Auftritt. Also, wenn wir das prozentual mal runterrechnen auf die 6 Behandlungen, dann kommt der Betrag raus und das habe ich auch so ganz klar formuliert. Der ist eigentlich eher beschämend, wenn ich sehe, wie teilweise Allokationen, also Fehlanreize gesetzt wurde bei Krankenhäusern, was zum Beispiel die Belegung von Betten angeht, also die sogenannten Notfallbetten und was dann die Therapeutinnen und Therapeuten da bekommen, nämlich diese 1,50 Euro. Ich habe das heute Morgen auch nochmal mit dem Minister besprochen, weil wir gesehen haben, dass jetzt gerade im Bereich der Vergabe der Masken Apothekerinnen und Apotheker 6 Euro für die Weitergabe eines Hilfsmittels bekommen. Sicherlich mit Logistik und ich will auch gar nicht diese Diskussion erzeugen, was das eine mehr oder das andere weniger wert ist. Aber ich halte 1,50 Euro, wenn wir uns das angucken, was vor Ort gewährleistet werden muss, entsprechend teilweise mit Handschuhen, Desinfektionsmittel, Separierung und natürlich dann auch die Masken, halte ich für deutlich unterfinanziert und hoffe, dass wir jetzt auch in den Verhandlungen weiter, die Verbände sind ja da auch noch in Diskussion mit den Krankenkassen, auch nochmal nachsteuern können. Ich hoffe, dass die Krankenkassen relativ schnell auch dort einsehen werden, dass mit diesen 1,50 Euro, jetzt nehmen wir die 6 Behandlungen, wir haben das Geld, Ganze gilt natürlich auch dann für 8, 9, 10 Behandlungen, also es bleibt ja bei diesen 1,50 Euro. Und das ist natürlich in diesem Falle, wenn man mehr Behandlungen als therapeutische Praxis verschrieben bekommt, ist man eher benachteiligt, was die Hygienepauschale angeht. Und da kommt ja jetzt auch noch was Neues dazu, weil das Bundesgesundheitsministerium hat ja gesagt, dass in Pflegeheimen beim Zutritt getestet werden muss und man nur mit einem negativen Schnelltest das Pflegeheim betreten kann. Jetzt ist es so, dem Pflegeheim wird das ja zur Verfügung gestellt, aber es gibt trotzdem Einrichtungen, Pflegeheime, die verlangen sogar, dass die Therapeuten dies noch selber finanzieren. Und dann gibt es auch noch Therapeuten, die an einem Tag in mehreren Pflegeheimen unterwegs sind. Also, dass das auch noch uns auferlegt wird, das ist eigentlich traurig. Wir würden uns auch
hier wünschen, dass die Pflegeheime besser aufgeklärt sind. Es gibt Heime, die weiterhin den Zutritt für die Therapeuten versperren, obwohl es per Gesetz festgehalten ist, dass die medizinische Notwendigkeit gegeben ist. Und die Leute werden trotzdem nicht reingelassen. Und das finden wir wirklich traurig. Ja, das ist, wir sagten es bereits Anfang, Kommunikationsproblem, weil die Krankenkassen ja das refinanzieren und da steht ja nicht drin, dass das für den Mitarbeiter oder für den Patienten ist, sondern es steht drin, dass es für Klienten ist. Also es ist ein sehr breiter Begriff und damit könnten die entsprechenden Reha- bzw. Pflegeheime auch sagen, komm, wir testen dich und können das ganz normal gegenüber den Krankenkassen abrechnen. Ich kann nicht verstehen, warum da medizinisch notwendige Behandlungen an einem Schnelltest, wo ja die Therapeuten gar keine Möglichkeit haben, das testen zu lassen, ihre Einrichtung nicht, dass sie dann gezwungen werden, das auch noch aus ihrer privaten Schatulle zu bezahlen, macht für mich keinen Sinn. Hier verlange ich ganz klar auch bessere Kommunikation zwischen im Grunde genommen den Krankenkassen, den Verbänden und natürlich dann dem einzelnen betroffenen Therapeuten. Okay. Nochmal ganz kurz zurück zur Hygienepauschale, weil gerade die Fragen in den Chat kommen. Die ist ja jetzt laut dieser GKV-Empfehlung erstmal noch begrenzt bis zum 31.12. Es gibt aber schon diesen Beschlussentwurf für die Verlängerung bis zum 31.03. Das haben Sie ja schon angedeutet. Also das wird definitiv verlängert. Das ist schon mal sehr gut. Ja, morgen steht für uns ein wichtiger Termin an für die Physiotherapieverbände. Und zwar haben wir morgen den Termin beim Schiedsgericht. Der erste Präsenztermin, wo man quasi vorspricht, wo man das, was man eingereicht hat, bespricht und dann wird es wahrscheinlich in diesem Verfahren, ähnlich bei einem Gerichtsverfahren, ein Angebot geben. Das wird sicherlich so laufen, das ist ja ähnlich wie ein Gerichtsverfahren anzusehen, der Richter wird sagen, kann man sich nicht in der Mitte treffen. Was sagen Sie? Wir fordern 50,13% und das nicht unberechtigt. Dieses Wattgutachten hat klar und deutlich widerlegt, warum wir diese 50,13% brauchen. Also 25% wäre doch für uns eigentlich ein Verlust. Ja, das ist nicht nur ein finanzieller Verlust, das ist für mich ein Imagezeichen. Denn wir diskutieren in der Pflege ganz klar um angemessene Löhne. Ich mache bewusst den Vergleich. Dort reden wir darüber, dass Sie haben aber einen netten Becher, den möchte ich nochmal gleich komplett sehen. Das sieht aus wie ein Humpen, ein Bierhumpen. Nein, das sagen Sie nicht. Spezi drin, alles gut. Schon klar. Okay, also wir haben im Gesetz festgelegt, dass im Bereich der Pflege die Krankenkassen die Refinanzierung der Leistung zu tarifähnlichen oder tarifgleichen Löhnen nicht als unwirtschaftlich ablehnen dürfen. Gleiches verlange ich auch, ehrlich gesagt, in den Therapeutenberufen. Deshalb habe ich ja vor 2 Jahren bereits diese Forderungsgruppe gestellt und ich halte diese 50 laut Wattgutachten auch für angebracht, hatte im Kopf irgendwo gesagt, naja, dann einigen sich vielleicht bei 35-36%. Damit wäre ich im ersten Schritt auch sicherlich zufrieden gewesen. Fakt ist, wir müssen diese Distanz oder Differenz zwischen dem normal bezahlten Beruf im Krankenhaus, wir haben ja dort eine Situation eines Wettbewerbes und den Kolleginnen und Kollegen, Therapeutinnen und Therapeuten, die draußen, ich sage mal, in der freien Niederlassung arbeiten, das Delta haben wir. Und wir haben einen Mangel auf beiden Seiten. Und es kann nicht sein, dass hier ein bewusster Wettbewerbsvorteil erzeugt wird für die Leute, die sich hinstellen und sagen, wir zahlen öffentlichen Tarif, wir geben 31 Tage Urlaub und wir zahlen jede Fortbildung. Tut mir leid, 80% der Menschen werden in der Fläche versorgt, nicht durch Krankenhaustherapeutinnen und Therapeuten. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht eine Unterversorgung bewusst provozieren. Und deshalb hoffe ich auch auf den Schiedsspruch, der entsprechend signalisiert, jawohl, die ländliche Versorgung, die Versorgung der Fläche ist wertvoll. Und ich bin sehr gespannt, was da morgen bei rauskommt. Das sind wir alle. Wir hoffen, dass es vielleicht auch noch dieses Jahr einen Schiedsspruch geben wird. Wir werden sehen, wir werden hoffen. Und mehr können wir ja schon fast nicht tun. Also wir drücken allen Vorsitzenden, Verbandsvorsitzenden und Vertretern der maßgeblichen Verbände morgen die Daumen, dass ihr wirklich was erreicht, dass ihr für unsere Branche was nach vorne bewegt. Aber das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das möchte ich direkt aufgreifen, dass diese Versorgung in der Fläche, dass wir einen Fachkräftemangel haben, das brauchen wir nicht mehr abstreiten, das ist einfach gegeben. Ne? Ich habe die wichtigsten Zahlen hier vor mir liegen. Momentan haben wir zwar von 2014 bis 2019 einen gestiegenen
gestiegene Zahlen in den Mitarbeitern in der Gesundheitsfachberufen, aber die Zahlen der Absolventen und Schüler, die werden von Jahr zu Jahr geringer. Also wir hatten 2012 hatten wir noch 7.316 Absolventen, was schon eine sehr geringe Zahl ist, meines Erachtens, weil man muss ja davon ausgehen, dass die Altersstruktur ja auch schon relativ hoch ist unter uns Physiotherapeuten. Das ist ja schon teilweise manchmal wie bei Ärzten. Und mittlerweile sind wir bei 5.760. Das heißt, wir haben einen gestiegenen Bedarf, aber eine verringerte Absolventenzahl. Und das wird uns immer mehr auf die Füße fallen. Momentan ist es ja wirklich so, dass 180 Tage auf die Besetzung einer neuen Stelle gewartet wird. Also die Diskussion führe ich ja auch ständig mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Krankenkassen, wenn wir über Bedarf reden. Und dann heißt es immer, die kriege ich auch diese Zahlen, das sind die absoluten Zahlen, dass die Anzahl der Mitarbeiter im Gesundheitssystem in den Therapieberufen ständig steigt. Und deshalb wäre doch alles gut. Dann sage ich, okay, das setzen wir in Korrelation mal zu den Anzahl Hüftoperationen, Knieoperationen, auch dann, was logischerweise die Alterspyramide angeht. Und dann werden Sie sehen, dass diese Kurve, die im Bereich der Hüft-, Knie- und Operationen und gerade im Bereich elektiv oder im Bereich der Alterspyramide, dass die Therapeutinnen und Therapeuten im Vergleich zu den anderen Berufen immer so ein bisschen hinterherhinken. Und wir sehen es jetzt bei den aktuellen Zahlen, Sie haben sie gerade erwähnt, dass die Anzahl der Therapeutinnen und Therapeuten, die sich aufgrund der Schulgelddiskussion, die ja ein sowas von peinlicher Flickenteppich für Deutschland ist, ich rede ja nicht über ein Großflächenland wie China, Amerika, wo man nicht weiß, was, ich sag mal, 44.000 Kilometer weiter entfernt gemacht wird, sondern wir reden hier über eine Ausdehnung von 8 Stunden, dann ist man von einem Ende zum anderen in der Bundesrepublik gefahren, ist die Sache eigentlich durch, vorausgesetzt man hat keinen Stau, ich weiß. Aber dass so eine Uneinigkeit herrscht und Fakt ist, dass momentan viele junge Menschen immer noch sagen, es ist ein sehr, sehr schöner Beruf, ich höre das immer wieder und spätestens wenn Praktikanten, und da bin ich ganz kurz bei mir in der Einrichtung, wenn ich Schülerpraktikanten habe aus der 11., 12., 13. Klasse, die sagen, toller Beruf, macht Spaß, ich habe was mit Sport zu tun, ich kann mich mit älteren Menschen beschäftigen, ich interessiere mich für Neurologie, Orthopädie oder was auch immer oder Kindtherapie und dann kommt ja irgendwann die Frage, ja, was verdienen die denn eigentlich hier? Und dann wird es immer schon lustig, deshalb oder peinlich, wenn man die dann selber sagt, ja, aber mein Kumpel, der lernt Kfz-Mechaniker, der kriegt im ersten Ausbildungsjahr 600, 700 Euro oder der, mein Kumpel, der in der 10., 11. Klasse abgegangen ist, an die Sparkasse gegangen ist, dort eine kaufmännische Ausbildungslehre macht, meinetwegen Bankkaufmann und der kriegt 1.000 Euro oder er geht sogar zum Beispiel zur AOK, also einer Ortskrankenkasse oder der Barmer, und kriegt dort ebenfalls 1.000 Euro Ausbildungsvergütung. Aber dieselbe Krankenkasse schafft es nicht, über die Länder zu regeln, dass auch hier eine Ausbildungsvergütung im Bereich der Therapeutinnen und Therapeuten gezahlt wird. Also über plus minus null rede ich ja schon gar nicht mehr, ist ja voll peinlich. Aber ich will das mal ganz klar herausarbeiten, dass auf der einen Seite wir eine Refinanzierung von Ausbildung haben im Bereich einer Ausbildungsvergütung. Auf der anderen Seite ist aber nicht möglich, genau mit denselben Ortskrankenkassen oder Krankenkassen, die wiederum ihren Auszubildenden durchaus 1.000 Euro Ausbildungsgehalt zahlen, so das vernünftig klarzumachen, die sagen, jawohl, ein Auszubildender in der Therapiebranche müsste auch 1.000 Euro Ausbildungsgehalt bekommen. Und da möchte ich glatt mal eingrätschen, weil ich kann es jetzt nur für Sachsen sagen. Bei uns ist es wirklich so, dass die staatlichen Schulen, die klinikgeführten Schulen, 1.000 Euro seit letztem Jahr September Ausbildungsvergütung zahlen. Und die Privatschulen, die für uns in der Breite immens wichtig sind, die müssen ja teilweise noch Zusatzgebühren verlangen, weil sie die Ausbildung gar nicht refinanziert bekommen. Und da klappt für mich schon eine Schere auf, schon intern in unserer Berufsbranche, die eigentlich gar nicht aufklappen sollte, dürfte und kann. Also das geht eigentlich überhaupt gar nicht. Weil für uns ist jetzt das Problem natürlich für die Altersstruktur in den Kliniken, in den Therapieberufen auch höher. Und das heißt, man will es überspitzt sagen, aber die züchten sich ja schon quasi ihren Nachwuchs selbst heran in den staatlichen Schulen. Und das Ganze ist ja auch noch finanziert durch die Solidargemeinschaft. Bei den Privatschulen sieht das anders aus. Teilweise sind das natürlich große Ketten und teilweise sind das ja auch familiengeführte Unternehmen, die auch um die Existenz kämpfen müssen. Aber das ist eine Schere, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also bei aller Liebe nicht. Und so sehr ich den Föderalismus bevorzuge, also hier müsste wirklich auch zentralistisch mal ein kleines bisschen was gesteuert werden. Gewagte Worte, locker ausgesprochen, aber ich bin da voll bei Ihnen. Wir haben ja sogar den dritten Zweig. Also wir haben ja eigentlich drei Formen der Finanzierung momentan.
Wir haben die, die Schulgeld bezahlen. Wir haben die, die kein Schulgeld bezahlen. Und wir haben die, die sogar eine Ausbildungsvergütung bekommen, indem sie zum Beispiel Krankenhäuser angehen. Also wir haben sogar im Grunde genommen drei Schienen der momentanen Finanzierung, was ich eher verwirrender finde. Und ja, da sollten sich zügigst die Länderchefs einig werden. Das können wir nur hoffen. Und da ist das Schiedsverfahren, was jetzt läuft, der eine Punkt, dass wir erstmal die Attraktivität im Finanziellen hinbekommen. Aber wir müssen auf mehreren Bahnen gleichzeitig arbeiten. Das ist momentan das, was auch ich mir auf die Fahne geschrieben habe, was wir als Verbände uns auf die Fahne geschrieben haben. Ich will jetzt nicht von mir reden, sondern wir reden immer unter Wir-Forum, weil wir arbeiten alle für diese Berufsbranche und für alle Gesundheitsfachberufe. Aber es gibt ja auch so Sachen, da können wir nochmal ganz kurz drüber sprechen, die Podologen und die Logopäden. Die hatten ja jetzt schon Angebot, ich glaube, die Podologen hatten sogar jetzt schon angenommen. Die Logopäden hatten gestern was veröffentlicht in einem Forum, plus 22%, aber das ist ja auf so krasse Gegenmeinung gestoßen. Also ich werde den Verband jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, aber man hat gedacht, man hat was Positives präsentiert und es ging voll nach hinten los. Ja, ich meine, die Erwartungshaltung war doch bei allen irgendwo, das Wartgutachten sagt 50%. Und ich bin ja sehr froh, dass in den letzten Jahren viele Inhaberinnen und Inhaber auch wirklich wirtschaftlich denken, kalkulieren, rechnen. Und wir alle sind verpflichtet, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen guten Job machen in der Therapie, ihren Angestellten gute Löhne zu zahlen, weil die auch vergleichen. Und da kommt man irgendwo um diese, sag ich mal, 50% nicht drumherum auf die Dauer. Und deshalb finde ich es halt sehr interessant, wenn dann teilweise, und ich sage es mal so neutral, wenn sich dann teilweise mit 22% dort zufrieden gegeben wird. Aber meine Aufgabe als Politiker ist es, die Versorgung der Menschen zu gewährleisten. Und wenn Verbände für sich akzeptieren, das reicht, dann sage ich als Politiker, ja, dann scheint es zu reichen. Alles andere ist ein Recht der Demokratie. Und die entsprechenden Reaktionen im Netz waren ja nachlesbar. Ja. Und dann kommen noch solche Sachen dazu wie Bearbeitungsgebühren, die wir jetzt zusätzlich noch für die Krankenkassen bezahlen müssen, wenn ein Rezept falsch abgegeben wird. Das Thema Prüfpflicht ist ja nach wie vor ein ganz exorbitantes. Also das wird uns ja jetzt teilweise, dadurch, dass es ja auch schon veröffentlicht wurde, kann man da ja jetzt auch mal konkret drüber reden. Also wenn man ein Rezept einreicht, was fehlerhaft war, dann kann man das zurückfordern. Man kann es im Nachhinein ändern. Also so zumindest das Angebot der Logopädie. Muss aber dafür 40 € Bearbeitungsgebühr bezahlen. Das ist ja manchen schon sein Ganzes. Also das kann es ja irgendwo auch nicht sein. Sicherlich hatten wir auch die Möglichkeit, 40 € einzufordern, wenn die Kassen vor Zug gekommen sind. Aber dann mussten wir uns auch noch damit rumstreiten, diesen Betrag überhaupt noch zu fordern. Ja, ich hoffe, dass wir da, wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Aber ich hoffe, dass der Herr Spahn hat momentan als Gesundheitsminister bis zum Ablauf dieser Periode sicherlich genug mit Corona zu tun. Aber ich hoffe, dass wenn wir mal nicht mehr über Corona reden und es gibt ja noch andere und viele andere Themen außer Corona, dass wir dann so eine Sachen wieder mal wie Prüfpflicht oder Zuzahlungseinzugsverfahren bei den Therapeuten. Warum kassiert der Therapeut diese 18,72 Euro, 15,62 Euro? Warum wird das nicht klügerweise gleich über die Krankenkasse eingezogen? Das kann verrechnet werden mit dem Lohn. Es ist digital alles heute möglich. In Krankenhäusern haben wir es vereinfacht. Da sind es 10 Euro, Schluss aus. Also ein ganz simpler Vorgang ist leider noch nicht möglich bei den Therapeutinnen und Therapeuten. Abgesehen davon zum Beispiel Prozesse wie digitale Signatur. Dass da immer noch Papier hin und her flitzt im Jahre 2021, ist für mich ganz ehrlich nicht glaubhaft. Ja. Ich würde jetzt gerne mal auf was eingehen, was ich in die Hände bekommen habe. Das ist das Eckpunktepapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, Gesamtkonzept Gesundheitsfachberufe. Also es existiert schon was, woran gearbeitet wird mit Bund und Ländern. Und das ist eingeteilt in verschiedene Punkte. Ich habe mir mal so die wichtigsten rausgesucht. Über die Abschaffung des Schulgelds hatten wir ja jetzt schon angerissen. Aber das funktioniert noch nicht flächendeckend. Also es gibt jetzt schon einige Länder, die veröffentlicht haben, dass die Schulgeldfreiheit kommt. Es gibt aber auch einige, die momentan sich noch komplett auf die Hinterbeine stellen. Also in meinem konkreten Fall weiß ich von Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass die Gesundheitsfachberufe in einer neuen
Dimensionen erscheinen müssen in Zukunft. Da wird sich auch einiges tun. Der Minister hat ja auch zugesagt über das BMG, dass wir dort neue Ausbildungs- und Prüfungsrichtlinien, dass wir eine neue Wertigkeitsdiskussion in dem Falle mal anstoßen. Gut, Corona hat in diesem Falle wirklich, weil ich habe da auch massiv darauf gedrängt, dass es da vorwärts geht. In diesem Fall hat wirklich Corona uns da einen leichten Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich denke, das Thema ist nicht vom Tisch, sondern gerade jetzt unter Corona-Bedingungen haben viele Gesundheitsberufe, Gesundheitsfachberufe bewiesen, dass sie ein wertvoller Faktor im Gesundheitssystem sind. Von der Seite her bin ich eher dort positiv gestimmt, dass wir gucken müssen, wie können wir die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Ich denke, dass wir auch irgendwann relativ schnell, das hat der Wissenschaftsrat auch schon bereits 2017 gesagt, dass wir langsam oder relativ schnell von diesem zentralistischen System alles nur über den Arzt weggehen müssen. Schlichtweg, es kostet uns Geld. Wir bilden Therapeutinnen und Therapeuten und andere Berufsgruppen gut aus, aber holen die ausgebildeten Kapazitäten gar nicht in unser volkswirtschaftliches System ab. Und das kostet uns jeden Tag schlichtweg Geld durch überfüllte Wartezimmer, durch oberflächliche Diagnosen. Und jeder Therapeut kennt das. Wirbelsäulensyndrom, was immer auch ein Wirbelsäulensyndrom sein soll, oder Schulterschmerz oben rechts, das kennen Sie auch, diese Diagnosen. Die sind einfach nur peinlich und überflüssig. Ja, also wir sind schon wirklich dazu angehalten, genauer hinzugucken. Ne? Und da kommen wir ja auch zum Beispiel auf das Thema Befundposition zu sprechen, weil die Patienten verstehen ja auch teilweise nicht, warum wir die erste Behandlung dafür nutzen müssen, uns erstmal anzugucken, was er denn eigentlich für ein Problem hat. Denn nach der Davos-Regel können wir schon lange nicht mehr arbeiten, da wo es wehtut. Also wenn die Schulter schmerzt, heißt das noch lange nicht, dass die Schulter die Ursache ist, sondern wir untersuchen den Patienten erstmal. Und da kommt wieder unheimlich viel Aufklärungsarbeit dazu. Also diese Befundposition wäre ja zum Beispiel auch was richtig Tolles. Längst überfällig. Genau. Und wenn Sie jetzt gerade die Berufsgesetze angesprochen haben, ich habe die beide hier liegen, einmal das Berufsgesetz, das Physiotherapeuten, Masseur- und Physiotherapeutengesetz und einmal das Berufs- und Ausbildungsgesetz, die sind von 1994. Also ich habe gelernt von 2000 bis 2003. Und bei aller Liebe, das ist ja teilweise, das ist ja so veraltet. Wir gehen in Richtung der Evidenz. Also da muss ja viel mehr aktualisiert werden, neu gemacht werden. Wie ist denn da jetzt momentan der Stand? Das ist ja auch ein Bestandteil des Eckpunktepapiers. Genau, ich habe in meiner letzten Rede im Deutschen Bundestag, wo wir über die Haushaltspläne geredet haben, habe ich ja ganz klar aufgezeigt, dass wir als Staat ziemlich viel Geld in Pharmaforschung, Krankenhaus und Arztforschung reinstecken. Wir stecken aber null Forschungsgelder, zum Beispiel im Bereich der Pflege oder im Bereich der Therapieberufe. Und eine der zentralen Aussagen von Herrn Montgomery, der eine oder andere wird sich noch an ihn erinnern können, war ja immer, was bringt die Behandlung, was ist die Evidenz bei den Therapieberufen eigentlich? Und da war meine stetige Antwort, Herr Montgomery, das können wir gerne diskutieren, aber momentan wird null Geld in die Evidenz reingesteckt. Wenn wir nicht diese privaten Unis hätten, wo dann fleißige Studenten und Professoren dort was im Bereich Forschung machen, oder wir gucken uns mal auf den angloamerikanischen Bereich um, dann sähe es düster aus mit staatlicher Forschung und Förderung an Universitäten im Bereich der Therapieberufe. Und ich glaube, ich stelle ziemlich kess die These auf, dass ziemlich viele Operationen schlichtweg durch gute Kombination von Pflege, Heilmittel und Hilfsmittel vermeidbar sind in Deutschland. Und das Schlimme ist, also ich greife jetzt mal Physio Deutschland auf. Physio Deutschland hat für sowas eine Stiftung, die unterstützen die wissenschaftliche Arbeit. Das machen teilweise jetzt schon die Berufsverbände. Aber da wünschen wir uns schon sehr viel mehr staatliche Unterstützung, weil es gibt so viele Branchen, die staatlich unterstützt werden. Warum denn wir nicht? Ich meine, früher oder später geht es bei uns auch in die Richtung Akademisierung. Da müssen wir natürlich erstmal den Fachkräftemangel beseitigen. Aber wir wollen die Patienten nach vorne bringen. Wir wollen ja auch irgendwann mal die Blankoverordnung und den Direktzugang haben. Für sowas brauchen wir auch eine adäquate Ausbildung. Und das muss ja auch alles dementsprechend finanziert sein. Und das können wir mit diesen alten Berufsgesetzen einfach in meinen Augen nicht tun. Absolute Zustimmung. Das war für mich das Wichtigste, was die Eckpunktepapier das Eckpunktepapier angeht. Ich würde mal gerade reingucken, was so für Fragen von den Kollegen kommen. Was da so, also das Thema Zuzahlung ist momentan gerade das A und O. Da fragen wirklich sehr viele nach, warum wir das überhaupt machen müssen.
kommen wir mal noch vielleicht mal auf das Thema Verbände zu sprechen. Wir sind ja jetzt gerade als VPT in den Fusionsverhandlungen mit den Physio Deutschland, um ein größerer, stärkerer Verband zu werden. Wie sehen Sie denn das? Sehen Sie das eher negativ, wenn wir so viele Berufsverbände sind? Es ist ja jetzt nicht nur in der Physiotherapie so, dass wir 4 Berufsverbände haben, sondern man hat das ja auch im Ergo-, Logo- und Podo-Bereich, dass das so extrem aufgesplittet ist. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass ein großer, starker Verband mehr erreichen würde? Und was würden Sie sich von diesem großen, stärkeren Verband wünschen? Also ich glaube, das ist ja eine Suggestivfrage gewesen. Sind Sie auch der Meinung, dass das ist eine typische Journalistenfrage? Stimmen Sie auch zu das? Alles gut. Und ich kann Ihnen ja nur zustimmen. Und ich sehe das ja bei anderen Lobbyverbänden in Deutschland, die auch in Berlin sehr aktiv sind, dass natürlich eine einheitliche Stimme logischerweise mehr Gehör hat, als wenn da 5, 6 Verbände ankommen. Der eine sagt Hü, der andere sagt Hot und der dritte sagt Hü, Hot. Und das ist ja teilweise auch der Fall gewesen. Deshalb bin ich sehr froh, dass es die Bestrebungen gibt, die Verbandsebene miteinander zusammenzubringen. Ob jetzt dann alle Verbände, sage ich mal, einer werden oder ob sie ein, was ja auch schon teilweise passiert, eine kluge Verbindung miteinander eingehen und dann halt gucken, wie sie eine Stimme in Berlin platzieren können, damit auch schlichtweg Minister und Staatssekretäre, wir als Politiker sagen können, jawohl, ich habe mit den Therapeuten gesprochen und die sind der und der Meinung. Also ich selbst habe es auch erlebt, dass mich Kollegen aus dem Bundestag angesprochen haben und gesagt, ja, bei mir waren die Therapeuten und die haben gesagt, wir müssen jetzt mal rechts rumgehen. Und jetzt mal symbolisch gesprochen. Und dann sagt ein anderer, der mit in der Runde, ja, bei mir waren also waren auch Therapeuten. Und die haben gesagt, nee, das ist alles überhaupt blöd, wir müssen links rumgehen. Und dann stehst du als Berichterstatter da und sagst, ja, jetzt wollt ihr euch jetzt erstmal einigen oder wollen wir jetzt darüber diskutieren? Und deshalb sehe ich das genauso, dass, glaube ich, eine einheitliche Stimme, egal, da will ich überhaupt nichts favorisieren oder irgendwie da mein Urteil, mir ein Urteil erlauben. Ich denke nur, dass es klug ist, wenn man einheitlich geschlossen auftritt. Was aber dann natürlich erleichtern würde, wenn es nur einen Verband gäbe. Ja, aber ich sehe das wie ein Sportverband. Im Sportverband haben Sie eine Tennisabteilung, eine Fußballabteilung, eine Handballabteilung. Und trotzdem ist man sich aber einig, dass man zum Schluss nach außen Sportverein Höckelheim heißt. Und alle wissen, man trägt voller Stolz das Logo SV Höckelheim. Und im Nachhinein erklärt man erst, dass man bei den Fußballern, bei den Handballern oder bei der Kegeltruppe ist. Also keine Differenzierung zwischen du bist wichtig und wir sind wichtiger, weil wir vielleicht mehr sind oder weniger sind, sondern es geht darum, dass man zusammen begreift, dass man eine Verbindung hat und das ist der Therapieberuf. Und ob das jetzt Logo oder Ergo oder Podo ist, ganz ehrlich, das ist doch dem Politiker zum Schluss egal, sondern wichtig ist, dass Therapiebranche dort drüber steht. Ja, so soll es sein. Also das ist das, was wir uns alle wünschen und die einheitliche Sprache ist das A und O und zum Glück sind wir jetzt gerade was das Schiedsverfahren angeht, reden wir eine Sprache. Es sollte schon wirklich auch so sein, weil das macht es ja auch dem Schiedsamt ja viel leichter, dann schnell eine Entscheidung zu treffen. Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Und vor allen Dingen, ich sag mal, wir alle erinnern uns noch an die Aktion damals von dem Heiko Schneider. Die Radtour. Die Entzündung, warum ich gesagt habe, ich mache jetzt mehr im Verband. Weil für mich war das damals so, warum muss ich eine Initiative gründen? Machen denn die Verbände zu wenig? Und deswegen. Naja, aber was ist denn in Berlin, was ist in Berlin wahrgenommen? Die Therapiebranche ist wahrgenommen worden. Das nicht die Logos, die Ergos, die Physis. Nein, da waren die Therapeuten waren da. Und das war eine beeindruckende Aktion. Ich bin da dem Herrn Schneider auch noch sehr dankbar, weil er hat das Thema mit in die Öffentlichkeit gezerrt. Viele Kollegen habe ich damals gefragt, sag mal, kann das sein, ist das wirklich wahr, dass die 2000 Euro brutto verdienen? Das konnte ja mancher im Bundestag gar nicht glauben. Also von der Seite her bin ich sehr froh, dass wir hier sagen, in welche Richtung geht das Ganze. Und das hat viel, viel, um mit den Worten meiner Tochter, Awareness ausgelöst, also Bewusstsein ausgelöst. Ja, das war aber auch wirklich längst überfällig. Und jetzt kann ich zum Glück sagen, ich bin jetzt in der Position, wo ich was bewegen kann, ähnlich wie Sie. Sie sind noch einen Schritt weiter gegangen. Ich mache es im Berufsverband, Sie machen es im Bundestag als Vertreter unserer Berufsbranche. Und das finden wir ja alle wahnsinnig toll. Der Stand der Berufsgesetze, wie sieht denn das aus? Wann sollen die denn novelliert werden? Das sollte ja eigentlich noch diese Legislaturperiode passieren. Gibt es da Aussichten, wie das momentan weitergeht? Also der Blick in die Glaskugel wäre hier der angebrachteste.
Ich kann Ihnen nur mit hoher Wahrscheinlichkeit sein oder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, dass es diese Legislatur nichts mehr wird. Jetzt könnten alle sagen, oh weia, schlimm. Aber jetzt bin ich auch mal ganz ehrlich, weil Sie können mir nichts tun, ich kann Ihnen nichts tun, wir können maximal zusammen Gutes tun. Das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, weil viele Bausteine oder in dem Haus, wie wollen wir damit umgehen, noch fehlen. Wir wissen momentan überhaupt nicht, wie sind zum Beispiel die akademisierten Therapeuten mit uns zu bringen. Wie gehen wir mit Therapieforschung um? Wenn wir also jetzt über die Ausbildungsprüfungsverordnung reden, dann muss darüber nachgedacht werden, wie mit den Hochschulabsolventen umgegangen wird. Kriegen die mehr, kriegen die weniger, was dürfen die mehr? Wie gehen wir mit Direktzugang um? Wie gehen wir mit Blankoverordnung um? Wenn wir uns den internationalen Teppich angucken und wir würden Stand heute eine Ausbildungsprüfungsverordnung machen, sage ich Ihnen, die wäre zu 50% nicht vollständig, weil viele Sachen noch gar nicht besprochen wurden. Wegen Corona, wir reden jetzt momentan nicht mit den Krankenkassen, wir Verbände und die Schulen. Ich war ja auch schon mit Schulen zusammen. Da gab es Vorbehalte gegenüber den Universitäten, von den Universitäten gegenüber den Schulen. Wir müssen uns auch den Stand überlegen, wie geht es mit der Akademisierung weiter. In der Akademisierung bezahlen Sie ja Geld. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt studiert haben oder nicht studiert haben. Ich jetzt bin so ein ganz klassischer Realschüler. Ja, hervorragend. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ein sehr schöner Abschluss. Aber wir müssen uns überlegen, wenn jetzt die Schulen, die Physiotherapien, Schulen, Schulgeldfreiheit alle bekommen, sofort. Und die Universitäten müssen aber morgen noch bezahlen, obwohl normalerweise universitäres Studium in Deutschland frei ist. Wo würden Sie verständlicherweise hingehen? Ganz logisch. Vor allen Dingen dann nicht, wenn überhaupt nicht geklärt ist, was darf denn der Akademisierte danach mehr? Oder vielleicht auch nicht mehr, aber das muss ja besprochen werden. Wir können ja nicht losgelöst eine Ausbildungsprüfungsverordnung machen, ohne die Bandbreite der Therapieberufe zu beleuchten. Wir reden über die Logopäden, die jetzt zu 100% akademisiert werden wollen, weil es auch eine kleine Gruppe ist. Wir werden sehen, wie wir damit umgehen müssen. Aber das müssen wir auf den Tisch packen und diskutieren und können nicht einfach so eine Ausbildungsprüfungsordnung einfach mal gucken, naja, decken wir irgendwie 50%, 60%, 70% ab. Was ist mit dem Rest? Deshalb bin ich dort eher der Meinung, ja, wir schieben es in die nächste Legislatur. Ist mir persönlich sehr viel lieber, weil ich mit den Hochschulen noch diskutieren muss. Ich muss auch mit den Krankenkassen diskutieren. Ganz ehrlich, wie viele Modellversuche Direktzugang kennen Sie denn? Wie viele Modellversuche Blankoverordnung, obwohl wir die gar nicht mehr als Modell haben müssen? Was ist denn da jetzt überhaupt Stand der Dinge? Wo wird denn Modell oder wo wird denn Blankoverordnung umgesetzt? Worauf wollen wir die Ausbildungsprüfungsordnung gründen? Auf den Schnee von gestern? Nein, das ist nicht meine Sichtweise. Okay. Gut. Ich würde jetzt noch eine abschließende Frage stellen. Was sind Ihre Schwerpunkte für 2021? Hoffentlich unabhängig von Corona. Das lassen wir jetzt mal raus. Sondern ja. Ihre direkten berufspolitischen Ziele für 2021. Also ich bin ja verantwortlich, klassisch gesehen, für Heilmittelerbringer. Das betrifft alle Therapieberufe. Da habe ich ganz klar den Schwerpunkt, natürlich die Diskussion des Organigramms. Wir hatten es gerade gesagt, was für eine Organisationsstruktur wollen wir haben, was für eine Entlohnungsstruktur wollen wir haben, also wie gehen wir mit den klassisch ausgebildeten Therapeuten um, wie gehen wir mit akademisierten Therapeuten um, was haben wir mit der Blankoverordnung, wie schnell wird das umgesetzt. Ich bin kein Freund davon, dass die Blankoverordnung nur in ausgewählten, selektiven Bereichen durchgeführt wird. Sie muss ganz durchgängig sein. Ich möchte aber auch ganz klar das internationale Modell des Direktzuganges in Deutschland durchsetzen, weil ich glaube, es ist längst überfällig, weil das wissen wir auch. Roundabout 10% aller Patienten gehen sowieso ohne Rezept inzwischen zu ihrem Therapeuten. Ganz ehrlich, die Frage an Sie, Herr Thieme, wie viele Patienten kommen innerhalb eines Jahres zu Ihnen und sagen, ich weiß jetzt nicht Ihren Vornamen, Christian, glaube ich, ne? Ja. Christian, guck dir bitte mal meinen Rücken an, ich möchte jetzt nicht zum Arzt gehen, weil da warte ich 3 Stunden und ich kriege auch gar keinen Termin. Sagen Sie mir einfach mal eine Zahl. Ja, das sind wirklich einige. Also zu mir, das ist ja immer der Vorteil, wenn man dann auch noch Chef ist, dann wollen Sie ja nur noch zu demjenigen und wollen sich untersuchen lassen. Aber das sind im Jahr sind das bestimmt 50. Also so. Ich sage, die Zahl ist noch relativ gering, ne? Aber ich habe ja auch nicht so eine immens große Praxis. Aber es gibt immer Leute, die dann auf diese Art und Weise kommen. Mir nützt dann mein sektoraler Heilpraktiker was. Aber mehr geht dann halt auch nicht. Ja, was für eine Krücke ist denn der sektorale Heilpraktiker? Das ist doch nur eine Flucht, womit wir etwas legalisieren, was der Alltag schon längst als real darstellt. Weil wir müssen ja immer mal eins sehen. Die Ärzte, die haben studiert. Wir brauchen da gar nicht drüber reden, dass die besser qualifiziert sind momentan.
ich sage bewusst momentan, weil es geht ja auch noch um die Akademisierung. Es geht ja auch einfach darum, wir haben Zeit. In welchem Rhythmus müssen denn Ärzte Patienten abwickeln, um sie zu untersuchen? Da geht es ja nur nach der typischen Davos-Regel. Da, wo es weh tut, tut es weh und da wird was verschrieben. Ne? Sie haben das ja vor uns konkret so schön gesagt, Schultersyndrom, Rückensyndrom. Wir haben Zeit. Wir nutzen unsere Möglichkeiten, unsere Zeitfenster aus den Patienten wirklich anzugucken. Und das sollte ja auch wirklich dann irgendwann in die Richtung gehen, mit dem Direktzugang und das zu honorieren. Herr Thieme, jetzt stelle ich Ihnen aber ernsthaft mal die Frage, welcher Krankenkasse, welches System schreibt denn dem Arzt vor? Weil Sie sagten, der Arzt hat nicht die Zeit. Wer bestimmt denn bitte den Arbeitsalltag eines Arztes? Das macht der Arzt. Also jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen, wie der Satz hier gerade weitergeht. Also es zwingt keiner irgendeinen Arzt im 5, 6, 10... Ja, aber wir wissen ja, wie es in den Arztpraxen zugeht. Wir wissen ja, wie es in den Arztpraxen zugeht. Ne? Also... Ja, aber die Aussage, die Sie gerade gesagt haben, dass der Arzt das ja machen muss, nein, das entscheidet er selber. Das hat was nämlich mit Umsatz und Gewinnabsichten zu tun. Aber das ist ja an der Baustelle. Sonst müssten wir zu tief jetzt eintauchen. Zweite Sache ist der Hilfsmittelbereich. Ich glaube, dass im Hilfsmittelbereich viele Sachen einfach nur verschrieben werden, aber gar nicht richtig genutzt werden, die Ressourcen nicht genutzt werden. Viel zu spät. Da möchte ich ganz gerne, dass die Therapeuten mit den Hilfsmittelerbringern besser zusammenarbeiten können. Beispiel: Behandlung einer kindlichen Skoliose, zum Beispiel mit einem Sanitätshaus, was zum Beispiel im Bereich der Skoliosebehandlung sich gut spezialisiert hat, Korsett etc. pp. Wenn dort eine direkte Austausch stattfindet, wäre einiges besser. Drittes Beispiel ist Pflege. Ich weiß nicht, ob Ihre Praxis ausgemacht, aber wie oft kriege ich von Patienten zu hören oder von Therapeuten, ich war beim Hausbesuch, der Patient wurde gerade gewaschen, hat seine Ernährung bekommen und war eigentlich völlig im Eimer, ich konnte gar nichts machen. Oder der Arzt war da und hat mich weggeschickt. So, wer bezahlt den betriebswirtschaftlichen Ausfall, in diesem Falle von dem Patienten, von dem Therapeuten? Oder der Therapeut fährt ins Heim, also ins Seniorenheim, möchte den Patienten besuchen, alles eingetaktet, aber der Patient ist gar nicht da, weil er im Krankenhaus meinetwegen gerade ist. Da möchte ich bessere Kommunikation, genau zwischen den drei Säulen, natürlich in bester Verbindung logischerweise zu den Kollegen von den Ärzten. Und deshalb achte ich darauf, dass wir genau diese sogenannten Gesundheitsfachberufe besser miteinander vernetzen können, weil sie nach meiner Meinung eines der wichtigsten Potenziale in der Gesundheitspolitik darstellen. Und wir nutzen die Ressource der guten Gesundheitsfachberufe noch viel zu wenig aus. Okay, wir haben jetzt 45 Minuten, sonst wird das Video einfach zu lang. Ich soll es Doktor weglassen. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, die positiven Aussichten, die wir in Zukunft hoffentlich haben werden. Wir werden sehen, wie das Schiedsverfahren sich entwickelt. Nicht nur für uns, für die Physiotherapeuten, sondern für alle Gesundheitsfachberufe. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns unbedingt erhalten und bleiben Sie weiter so stark und motiviert für unsere Berufsbranche. Wir brauchen Sie. Sie sind ja auch der Initialzünder für unseren Rettungsschirm gewesen, für den wir nach wie vor unheimlich dankbar sind. Die Grundidee, die kam ja von Ihnen. Also vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir als VPT wünschen Ihnen wunderbare, schöne Weihnachten im Kreise Ihrer Familie, dass Sie auch mal zur Ruhe kommen, weil wir wissen auch, was Sie für ein Pensum jedes Mal absolvieren müssen und im Flieger und im Zug und auf die Autobahn. Also vielen lieben Dank, dass Sie sich auch gerade für heute Abend die Zeit genommen haben. Dankeschön. Herzlichen Dank an Sie und Herr Thieme, jetzt sind Sie Berufspolitiker und zwar im Bereich eines Verbandes. Sie sagten, Sie sind Mitte 30. Vielleicht treten Sie demnächst im Bundestag an und machen noch mehr Druck, als ich es mache. Warum nicht? Sie sind herzlich willkommen. Wir brauchen gute Leute. Vielen lieben Dank an Sie, danke an die Community und Ihnen auch bitte alle eine gesegnete Weihnacht und vor allen Dingen bleiben Sie bitte gesund. Tschüss, schöne Grüße. Alles klar, ciao.